willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und euch wird auffallen, meine Stimme ist wieder zurück. Es geht mir schon wieder etwas besser, sage ich mal dazu. Trotzdem, wenn man früh aufsteht, ist der Hals immer noch komplett zu. Irgendwo ein bisschen Rotz da, obwohl die Nase nicht läuft, aber ist auf jeden Fall komisch. Schwindel, Kopfschmerzen den ganzen Tag, Stimmungsschwankungen sowieso. Ihr kennt das ja, wenn ihr eure Tage habt, ne? Wir haben aber jetzt nochmal eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar hat der Stefan Landei eine Bitte an mich gehabt, hat mir hier was geschrieben. Boah, ich hätte nicht so viel Feed da in mich reinpumpen sollen vor dem Video. Er hat nämlich geschrieben, da der Seed Day als der übliche Level-Up-Glücksei-Termin ausgefallen ist, was haltet ihr von einem Level-Up-Termin am Wochenende? Zum Beispiel Sonntag, 11 Uhr bis 11.30 Uhr, Mundschutz. Wir tun einfach so, als wäre es Seed Day. Bitte um zahlreiches Feedback. Ahoi, nee. Arriba, nee. Was sagt ein Cowboy? Jo, nein, das ist ein Pferd, ach, keine Ahnung. Dann habe ich das auf jeden Fall vergessen. Ich komme jetzt wirklich nicht drauf. Auf jeden Fall hat er dann nochmal gesagt, könnte ich ja bei Raid am Mittwoch mit anpreisen. Termin ist dann aber am Samstag, weil ja einige am Sonntag nicht mit der Zeitrechnung klarkommen. Warum auch immer, keine Ahnung. Also Samstag um 11 Uhr. Nochmal für die Leute, die jetzt viele Freunde gesammelt haben und mit denen eigentlich zum C-Day aufsteigen wollen mit Glücksei um 11 Uhr. Lasst uns das einfach alle am Samstag um 11 Uhr machen. Jeder, der das sieht, Samstag 11 Uhr Glücksei rein und dann Geschenke öffnen für einen gemeinsamen Aufstieg. Ich werde das auch nochmal in die Community-Funktion posten, werde bei den Videos das immer irgendwo noch mit reinschreiben, dass bis zum Samstag das möglichst viele Leute wissen. Er würde das nämlich gerne so machen und vielleicht viele würden auch gerne, wissen aber nicht. Sie wollen niemanden da in die Karten grätschen, vielleicht können wir uns da ja einigen. Jetzt geht's aber los, jetzt fangen wir an mit den Highlights der Woche und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Übrigens habe ich jetzt auch rausgefunden, was der Cowboy macht. Der macht doch nämlich Yeeha und freut sich dann ein drittes A-Loch. Auf jeden Fall hat die Woche angefangen mit dem Bier-Benny und der hat gleich was richtig Brutales mitgebracht, nämlich ein 100% Kobalium aus dem Raid. Ihr seht, keine halben Sachen, ne? 98er, 96er, die kommen gar nicht mehr hier in die Sendung rein. Nur die 100%igen, dann ein Papier, ein Bild vom Stefan Landei. Da wird heftig getradet, Toilettenpapier gegen Spirelli-Nudeln. Ist ja eigentlich nicht lustig, aber irgendwie auch schon. Auch wenn das eine ernste Sache ist, trotzdem, bevor ihr wirklich zu Hause sitzt und nur euch den Kopf zerbrecht über alles, versucht halt bestmöglichst durch die Zeit zu kommen. Ihr könnt das ja mit dem nötigen Respekt nehmen, dem gegenüber treten, mit dem nötigen Respekt der ganzen Sache. Aber irgendwo muss man auch etwas Humor trotzdem noch walten lassen. So, wenn man das alles so hört, Nudeln, Toilettenpapier, finde ich das schon ein geniales Bild einfach nur. Auch Bob's Rob zeigt uns hier die Symptoms, ne? Also die Symptome statt die Simpsons. Wie ihr hier seht, alle verschnupft, alle krank. Tobi hat hier einen Shiny Bronzel mitgenommen, sehr schön. Dragonite, der will wahrscheinlich einen Rekord aufstellen, der hat hier 35 oder mittlerweile 36 Lucky Friends in seiner Liste, hat bei jedem irgendwo ein Sternchen davor gemacht. Ich meine, warum? Wenn ich einen hab, schnell tauschen, wieder werden. Aber gut, er sieht die vielleicht nicht so oft oder er weiß auch gar nicht mehr, wer das jetzt nun war. Bei vielen steht natürlich was dran. Anne, Meining, Daryl, Erfurt, Erik, Ost, Thüringen, Florian. Also entweder muss er da wirklich mal eine richtig fette Session machen, aber da kann er ja nur einen am Tag traden oder auch nicht oder keine Ahnung. Oder er will warten, bis er alle 200 Freunde in der Liste als Glücksfreunde hat und will dann in die Geschichte eingehen. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall richtig heftig aus, wenn die ganze Liste einfach nur golden ist und glänzt. Dann der Sören hat einen Shiny Evoli bekommen bzw. mitgenommen, genauso wie ein Shiny Chanera, sogar ein 98er am 17.03. war das Ganze. Ebenfalls hat er einen Shiny Alola Kleinstein sich erbeutet in Lauterbach, Hessen, Deutschland. Seht ihr, steht alles immer schön mit dabei.
und ein, am 19., das war sogar dann noch einen Tag später, noch ein Shiny Radfratz mitgenommen, ebenfalls der Sören. Dann der Dennis Weigel zeigt uns, der hat hier mal die 4 Belohnungen bekommen und nachdem er die 4. abgeholt hat, wo eben die Pokémon-Belohnung drin war, hat er genau auch ein Shiny Cobalion bekommen aus der Go Battle League. Da haben auch einige ihre Shiny Cobaliums gepostet, aber ich habe da jetzt auch wieder nicht jedes mit reingenommen. Ich habe ein paar mit reingenommen, ein paar habe ich nicht mit reingenommen. Das fand ich interessant, das zu sehen eben. Das 4. war die Belohnung, er drückt drauf, da braucht man nicht mal einen Premium Pass, schreibt er hier. Hat sich dann Shiny aus der Go Battle League gegönnt. Dann Dragonite nochmal hier ein altes Foto, das müssten einige eigentlich schon kennen. Das Kangama und das Lapras, wie sie zusammen dastehen, wie Best Bros einfach nur in den Arm genommen, Foto gemacht. Dann ging die Genesekt-Forschung los, der Bockwurst-King hat uns hier mal seine Medaille gezeigt. Da habe ich auch jetzt nicht jedes Genesekt mit reingenommen, was gepostet wurde. Ich habe nur ein richtig cooles dabei und eins, wo das Foto noch cool aussah, weil viele haben das einfach so schnell abgescreen, reingeschickt, hin und her. Hier vorbelastet auch, Shiny Cobalion bekommen, nimmt man gerne mit. Night Alex mit einem Shiny Rihorn. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der Night Alex in der Raid am Mittwoch-Folge dabei ist. Wie ihr seht, irgendwie das Shiny sieht irgendwie viel heftiger aus als sonst. Also das Drumherum, da sind viel mehr Sterne, viel mehr Glitzer. Das ist irgendwie ganz anders dargestellt. Dann noch ein Bild, das hat, glaube ich, auch der Dragonite geschickt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie richtig dumm, aber das, ich glaube, das muss ich als Thumbnail-Bild machen. Ich finde das einfach so genial, wie das ausschaut, wie dumm das gezeichnet ist, dieses Pika Pika. Und dann hinterm Gebüsch, dann springt es vor, tschuuu. Und dann stehen da einfach die Männer mit Schutzanzug, gucken ganz verdutzt. Und plötzlich seht ihr es in Quarantäne wieder. Und wie es da einfach hinter der Tür vorguckt, guckt doch mal die Augen. Wie es da einfach guckt und die blöden Ohren dazu so richtig, Pika Pika, tschu, zack, weggesperrt, einfach. Es ist eigentlich nicht lustig, aber ich finde das Bild so genial. Tobi G. Der Tobi, hier auf jeden Fall, guten Morgen mit einem Shiny Hodensack, wie man sieht. Kenny, da ist er, auch endlich Shiny Cobalion bekommen natürlich. Der Nebel zeigt uns, WTF, bei dem ist irgendwie die ganze App abgeschmiert, hat voll den Darstellungsfehler gehabt. Ihr seht, das sind ja eigentlich hier, da ist Kämpfen, Trainieren, sonst was müsste da eigentlich da stehen. Vorbelastet auch, Shiny Evoli mitgenommen, Kenny mit einem Shiny Ninkada, was ja jetzt am Wochenende vertreten war die ganze Zeit. Mitchell mit einem 100% Weilmar, Bockwurst King, Shiny Sneebel, Fischi, mein erstes Shiny Ninkada. Ich glaube, das war das erste aus einer Aufgabe, was er... Das ist gar keine Aufgabe, das ist ja nicht Level 15. Das ist das erste Wilde und direkt Shiny oder einfach nur sein erstes Shiny davon. Aber ich glaube, er hat letztens gesagt, er hat insgesamt bis jetzt gerade mal 3 wilde Ninkada gesehen. Das habe ich auch mit reingenommen. Es hat zwar nichts mit Pokémon zu tun, haben aber auch in der Gruppe gefunden. Ich ohne Brille. Ein sweetest Girl, wie man sieht, aber dann mit Brille. Man erkennt, oha, was war da denn los? Also schnell weiter. Vorbelastet auch hier Shiny Sneebel dabei. Die Steff mit einem Shiny Pikachu. Ein 100% Fritzel. Blitz. Ein Shiny Trassler mit einem richtig guten Level, so wie es aussieht. Und der Kenny auch mit einem Shiny Pikachu, aber mit einem richtig schlechten Level, WP12, das ist nix. Frank Behrendt hier auch mit einem Shiny Ninkada mitgenommen. Mitchell, Shiny Sneebel, Bobserob, ein fliegendes Shiny Fukano. Wenigstens mal was anderes als immer nur Sneebel hier, Sneebel da. Das ist auch ein cooles Bild, weil das so in der Luft rumhüpft. Dann von der Steff nochmal Shiny Mushas. Ein Bild vom Naro Pokémon Don't Go, das ganz wichtig, Stay at Home, da waren auch noch andere Bilder dann dazu vor allem. Das spielt hier Gamecube, ne? Sieht lustig aus, sieht aus wie ich, wenn ich im Sessel sitze. Mitchell auch noch mit einem Shiny, ach mit einem 100%igen Mushas, Terrorzicke, Shiny Magnetilo, Dragonite, Shiny Cobalion. Aus dem Trade beim Dennis Weigel noch ein 100% Magnetilo bekommen, dann Bild vom Tölle oder Toelle, Toele? Self-Quarantäne für 14 Tage, ihr seht, die Transformation, erst ganz gechillt, dann mit Pizza bei, dann ist die Pizza leer, die Chips sind leer, alles mögliche ist leer, stauen sich immer mehr Teller, immer mehr Geschirr und
plötzlich wandelt ihr euch um und werdet zu einem Relaxo und werdet einfach voll das, der Couch-Potato. Das ist auch ein richtig cooles Bild auf jeden Fall. Müsste ich auch als Thumbnail vielleicht mit reinpacken, aber ich finde das andere mit dem Pikachu in der Quarantäne eigentlich einfach noch am heftigsten. Homebestel, auch Dennis Weigel, zu Hause einfach mal einen Shiny Tentara gefangen. Und dann noch das bei meinem Bruder, auch Dennis Weigel, wieder Shiny Sneebel. Dann das alte Light vom Bockwurst King, 98er Mincada, 98er Aerodactyl, 98er Shinox. Ich nehme auch keine 98er rein. Von niemanden, außer vom Bockwurst King, das habe ich mir geschworen. Außer es ist mal was wirklich extrem Seltenes bei irgendwas dabei. Bob's Rob hier mit einem Shiny Krypto Tarnel, auch richtig genial auf jeden Fall. Stefan Landei hat hier ein 0% Farbigel, das müsste auch schon der Schocker der Woche sein. Pokefreak Red, Shiny Magnetilo mitgenommen. Alex Hoffi, selbst daheim finde ich ab und zu mal ein Shiny, war das erste Vulcano für mich, also das zweite Vulcano in dieser Sendung, Shiny Vulcano immer noch richtig genial. Fischi hier, der hat sein Ninkada entwickelt zu Ninjas, ist immer noch niedriges Level, aber hat jetzt wenigstens 400 WP, mit dem Ding macht man ja eigentlich nichts, sage ich mal. Bin auch gespannt, wie sie das mit Ninja Tom machen, wenn sie das einführen als Shiny. Ob es da nochmal ein spezielles Event gibt oder aus irgendwelchen Quests oder hin und her. Dann hier der Thomas. Der Thomas Speck. Nicht der Thomas, sondern der Thomas. Der hat beide per Zufallstausch sich gegönnt. Das ist auch richtig genial. Einfach getauscht, Meltan, und beide sind lucky geworden und beide sind 100% geworden. Also das ist auch was richtig Fettes. Ihr seht hier einmal 823, 671 WP. Das muss auch Zufall sein. Eigentlich auch eine richtig heftige Sache. Da Gro hier mit einem Shiny Yorklef, sogar ein 98er. Warum hat er hier mal so andere Bilder drin? Ich verstehe das nicht. Hat er da, ach, ah, vielleicht hat er da was überdeckt. Das darf man nicht sehen. Auf jeden Fall der Gro, Shiny Yorklef. Dann hier Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Pandemie-Überlebender. Ist wieder mal nicht lustig. Haben sie auch manche schon gesagt jetzt, wann kommt eigentlich das Corona-Event? Und dann wurden die gesteinigt für diese Frage oder Aussage dahinter. Der Gro zeigt uns auch noch hier ein Shiny Medity gefangen. 12.22 Uhr, 12.25 Uhr Shiny Sneebel und in der Zwischenzeit einfach mal drei nach Tara gefangen. Bei ihm geht es also richtig ab. Und er hat mittlerweile auch die 100 Millionen Marke geknackt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viel Gesamt-EP habt ihr momentan so auf eurem Account. Dann haben wir noch vom Juri, Shiny, Lucky, Panzer, Aeron, 98% mitgenommen. Ein Shiny Kobalion noch mit dabei, Shiny Praktibalk mit dabei. Shiny Praktibalk auch richtig genial und vor allem, wenn ihr das auf zwei Accounts huntet und das dann eh rüber tauscht, könnt ihr sie dann kostenlos entwickeln. Deswegen ist es Schwachsinn, wenn ihr mit dem normalen Account ein Shiny kriegt. Und dann müsstet ihr 200 Bonbons noch investieren, um das dann durchzuentwickeln. Also macht das eh mit einem zweiten Account oder lasst euch das von einem Freund rübergeben. Ebenfalls vom Juri hier noch ein Shiny Schmerbe, auch mit 98%. Benjamin auch, andere Raiden dafür. Ich bekomme das aus der Go Battle League. Wieder mal Shiny Kobalium und ich habe immer noch keine Go Battle League gespielt. Ihr wisst Bescheid. Der Gabriel zeigt uns hier, der ist richtig krass unterwegs. Statt 1000 Mitglieder hat er gleich schon 2300 Mitglieder besiegt. Mittlerweile sind es 2400 irgendwas. Wie viele habt ihr bei der Held-Medaille, wie viele Rüpel habt ihr schon besiegt? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann beim Hannes hier auch ein 100% erlöstes Owei aus dem Rocketstop wieder mal. Nimmt man auch gerne mit. Level 25 natürlich jetzt. Terrorzicke hier, Shiny Ninkada, Fischi, Shiny Schnäppke, Fischi auch mit einem Geroni-Matz. Was ja auch nicht garantiert ist, wie ich nun mittlerweile weiß, dank dem Montags-Livestream, ihr dann ab Rang 7 bekommen könnt, aber eben im Pool mit verschiedenen anderen Sachen. Und Bisa-Fan TV bzw. Dani Glaubt, heißt er ja jetzt, hat sich ein fettes 100% Geroni-Matz geschnappt aus der Go Battle League, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stefan Landei fast mit einem 100er Genesekt, aber ist leider doch nur ein 98er. Trotzdem
Würde ich vielleicht, nee, würde ich nicht hochziehen, keine Ahnung. Das ist ja eigentlich günstig für die Superliga. Wenn es aber hochzieht und es kommt auf 3-3, dann kann es ja dann nicht mehr nehmen. Und man kann ja aus dem X-Ray einen 100er ziehen, das kann er dann hochziehen, da hat er auch weniger zum Ziehen, ne? Auf jeden Fall, egal. Macht mal das so auf 1500, kürzt davor, dass ihr das für die Superliga nehmen könnt und sagt mir dann, ob das wirklich da was taugt. Dann nochmal beim Dennis Weigel, ja, auch ein Shiny Nin Kader, ein 100% Schicki mitgenommen, ein Shiny Hunduster, ein Shiny Evoli. Dann wechseln wir zum Alex Hoffi, eben noch das bekommen, auch das erste Shiny Magnetilo für ihn. Ihr seht auch, vor allem hat er richtig guten Sternstab auch noch auf der Hand, 1400 Bonbons, aber der Schatten unten ist noch da, der hat also noch keins entwickelt. Wenn er jetzt das hat, ich weiß nicht, ob er auch Familien sammelt oder ob er das einmal komplett durchentwickelt, dass die Einträge wechseln, aber das sieht auf jeden Fall schön aus, auch als Magneton sieht das noch richtig schön aus, als Magnetzone dann leider nicht mehr. Hier Bobserob auch nochmal Genesekt mit dabei, was auch nicht so schlecht ist. Der K-Joker, auch ein Shiny Pikachu mitgenommen. Die Steff mit einem Shiny Evoli und einem Shiny Schnäppke. Mitchell mit einem 100% Tuska, da sind wir schon beim 23.03. Wir kommen also immer näher. Vorbelastet mit dem zweiten Shiny Cobalion aus der Go Battle League. Dragonite hier mit einem Krypto-Sandan, was er zu einem 100%igen erlösen kann, hat aktuell also hier 96 auf diesem Bild. Dagro, der ist auch richtig gut unterwegs, was die Team Go Rocket Rüpel betrifft. Gerade auf dem Kleinen das vierte Lavita 100 bekommen. Er ist bei gerade mal 98 Rüpeln. Ihr habt gesehen, Gabriel ist bei 2300. Er ist bei 98 und hat schon das vierte 100%ige Lavita erlöst und eben auch ein 100%iges Drassler erlöst. Also das ist auf jeden Fall richtig genial. Für sowas lohnt sich das. Dann haben hier wir noch bei der Gro noch ein 100% Unra Tytox am 23.03. auch in Heidenheim an der Brenz. Das kommt mir bekannt vor schon wieder hier vom Timmy, vom Dings, also vom Dracilla, nennt er sich ja auch. Oder Chaot, aber den kennt ihr ja wieder alle nicht. Dann beim Gabriel hier nochmal ein 96er Drassler Krypto, was er zu einem 100er machen kann. Und ein kleiner Ramses da im Bild, das auch schön anzusehen. Der da ist hier mit einem Shiny Schnäppke am Start. Dennis Weigel, OMG, ein Shiny Aerodactyl. Aus einem Ei bekommen beim K-Joker, 100% Golbit. Auch sehr seltener Gast. Beim Bockwurst King 100% Anorit, Stefan Landei, Game Over, kann nichts mehr fangen, keine Bälle, ich weiß nicht, ob ihr das seht, unten ist einfach, steht wirklich halt eine Null da, er hat nichts, er kann nichts mehr fangen. Das ging ja vielen so, deswegen wurde jetzt auch die Box eingeführt, die Bällebox, wo ihr wirklich einen Coin ausgebt und 100 Bälle bekommt, aber das könnt ihr, glaube ich, nur einmal pro Woche machen. Wie mit der Rauchbox, die können da glaube ich auch jetzt einmal pro Woche machen, obwohl es erst hieß, dass es einmalig ist, aber vielleicht wechselt die Bällebox so, dass da was anderes drin ist und die halt einmal pro Woche ist, das sehen wir dann. Pokefreak Red hier auch, ich muss dich töten, aber ich habe Klopapier daheim und dann, oh, Best Friends auf jeden Fall, forever. Dann haben wir bei Mitchell noch ein 100% Dragosso, also der nimmt einfach die ganzen 100er mit von dem kleinen Gesocks. Carina Deluxe, noch ein Shiny Ninkada, ein Shiny Fritzel, Blitz und ein Shiny Schneebedeck, ganz neu. Die war auch im Spam-Ordner, habe ich dann entdeckt. Und hier vom Dagro, ist das jetzt das letzte, ein 100% Lucky, nicht Shiny, aber trotzdem 100% Lucky Glücks Roselia auf 15, 15, 15 mit richtig guten Level zum Entwickeln würde ich auf jeden Fall hochziehen zum Rosa Rade machen. Das geht auf jeden Fall auch richtig ab. Ne, da ist noch was anderes. Sören Löffler nämlich, der hat auch noch ein 100%iges Kobalium gepostet und ein 100% Goldbild. Das war also noch gar nicht der Schluss. Ist wirklich nicht Schluss, denn der Gabriel hat uns auch seine Ast-Trainer-Medaille gezeigt. Der ist dabei 3400 und ich frage mich, warum? Warum macht man sowas? Ich meine, gegen andere kämpfen, okay. Gegen, was weiß ich, aber trainieren? Trainieren ist doch das
nervigste, schlimmste, langweiligste, was es überhaupt gibt, finde ich. Ich wäre froh, wenn ich die 1000 irgendwann mal voll hätte, aber ich trainiere so gut wie nie, weil es einfach keinen Spaß macht. Keine Ahnung, ich kann mich damit nicht anfreunden. Das aber jetzt das letzte Foto von den Highlights, nämlich von Benjamin Engel, ein 100% Lucky Toxi Kack Quack? Toxi Kack, Toxi Quack, wie auch immer. 1493 ist also auch gut für die Superliga, von den WP zumindest. Nimmt man auch gerne mal mit als 100er. Habt ihr auch schon einen 100% Toxi Kack oder Quack? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt haben wir noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Stefan Landei, beziehungsweise nicht von ihm selber persönlich, aber aus seiner Gruppe, beziehungsweise einer aus Wiesbaden. Der hat nämlich ein 100% Shiny Ninkada bekommen. Aus der Quest wahrscheinlich, sieht aus wie Level 15. Und das ist schon krass, ihr könnt ja Ninkada aus der Quest bekommen. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der ein 100er Ninkada hatte. Oder habe ich es und habe es schon wieder verdrängt, ich weiß es nicht. Manche haben ein paar coole gehabt, auch 98er, manche haben ein paar Shinies gehabt, aber ein 100% Shiny Ninkada, das trotzdem auch was Seltenes, was man unbedingt auch aufheben sollte, würde ich auch nicht entwickeln, würde ich auf jeden Fall so lassen und nicht zur dicken Hummel machen. Ist also eine coole Sache, auch jetzt aktuell eben, was so passiert ist, deswegen, ich komme nie dazu, die anderen Schocker zu zeigen, weil immer irgendwas aktuell ist, das andere wieder überlappt und schon, einfach nur, es passiert einfach immer so viel, obwohl es trotzdem gerade sehr ruhig ist. Das ist aber egal, es muss weitergehen, ne? Lasst euch nicht unterkriegen, nehmt euch halt ein bisschen zurück, nehmt euch auch mal ein bisschen Auszeit oder so, fahrt einen Gang runter. Die Raid-Stunden werden ja auch ausgesetzt, das mit dem Lugia hat sich nun verschoben, die Sea-Days haben sich verschoben gehabt, die Go-Feste haben sich verschoben, also die Safaris und alles. Es wird sicherlich irgendwann wieder den normalen Weg gehen. Es ist ja nur ein Spiel, davon geht jetzt die Welt nicht unter. Die Welt geht von was anderem unter, das sieht man ja gerade. Das war es trotzdem jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch haben und den Schocker der Woche. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.